ein sehr schöner Tag heute wieder. Heute machen wir Folge 2. Er ist Steven Spielberg persönlich. Der nimmt $500. Aber pro Stunde. Ja. Witzig wird es natürlich erst dann, wenn man, wie gesagt, die Leute herausfordert, mit die Macht des Wortes das Wort einsetzt. Und dann kommen die Leute aus sich raus und dann wird es lustig. So, jetzt wollen wir die trotzdem mal ganz kurz mal stören. Und zwar. Ich will nicht gefilmt werden. Naja, der. Achso, wegen der Arbeitsamt, ja? Nee, wegen Hartz-IV-Empfänger, Schwarzarbeit. Nein, Gottes Willen. Ich kenne nur griechischen Wein. Griechischer Wein. Nee, wenn er gut ist, dann. Mal dieses Scheißding weg hier. Seien Sie mal nicht frech. Das kostet 4.500 Euro, kostet die Kamera. Können Sie nicht einfach sagen, Scheiße. Hier ist freies öffentliches Straßenland, wir machen was wir wollen. Sie können mich bitten, so lange wie Sie wollen, ich stehe hier und bleibe hier stehen. Und wenn Sie ein schlechtes Gewissen haben, vielleicht von einer ehemaligen IM-Mitglied sind und sich nicht filmen lassen, ist Ihr Problem, auch nicht unseres. Wir filmen, so wo wir wollen, wir leben in der Pressefreiheit. Setzen Sie sich eine Maske auf, wenn Ihnen das nicht passt. Setzen Sie sich eine Maske auf. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, ich will Sie nicht wiedersehen. Ich sehe auch nicht. Wie kommen wir denn da hin, sagen Sie mal. Kaufen Sie einen Spargel. Gar nicht schlimm. Sie sind schlimm. Lass mich nicht filmen. Also, Herr Ellermann, wir werden das morgen beim Frühstücksfernsehen zeigen. Komm, wir machen Schluss. Das ist nicht dumm, das ist eine Mundhygiene. Davon sind Sie weit entfernt, altes Ferkel. Kommen wir denn da hin? Hast du das alles drauf? Das wär's. Jetzt darf ich mal meinen Freund Charles zum Frühstück bitten. Ja, der Tisch ist reichlich gedeckt, der Gabentisch. Unserem berühmten Ingwer-Tee. Persönlich zubereitet vom Master of Tea. Lord of Tea. Ingwer, Lemongrass, Limette. Und den besten, zurzeit haben wir gerade den polnischen Waldhonig da. Aber sich frech, das macht man normalerweise nicht. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Dass wir unserem Herrgott danken, dass wir diesen wunderbaren Tag schmerzfrei erleben dürfen, so ein schönes Frühstück genießen und es schmeckt auch noch und wir können es verdauen. Und wichtig, dann auch wieder ausscheißen. Ja, es ist für viele ein Problem geworden. Da kommt der einmotorische Doppeldecker. Kontrolle. Ja, da bin ich. Da bist du. Wespen sind hier. Wespen. Das sieht mir nicht gut aus hier. Das spüren mir zu viele Wespen schon rum. Was denn hier? Sind Wespen, Mann. Das gefällt mir nicht. Wir sind wie immer wieder online und wir berichten aus dem Leben. Direkt aus dem Leben, hier wo es pulsiert bei Charles, wo die Autobahn ist. Tausende von Autos stündlich da durchdonnern mit Millionen von Tonnen von Ladung und was weiß ich was alles. Das ist unser Konzept ausdenken, dass wir jetzt als nächstes drehen oder ein kleines Drehbuch machen. Was soll ich sagen dazu? Die Deutschen, das ist ein Land, ein ganzes Land voller Duckmäuser geworden. Ja, keiner kriegt das Maul auf, sie trauen sich alle nichts. Man muss, um mit den Deutschen überhaupt mal ins Gespräch zu kommen, überhaupt mal mit ihnen zu sprechen, muss man sie herausfordern, muss man sie beleidigen, man muss sie beschimpfen. Dass sie vielleicht mal ihren Mund aufmachen, mal sagen. Oder man muss halt Witze machen und sie belustigen, okay, eine andere Sache. Aber hier sind wir ja im Osten der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, den ersten Arbeiter- und Bauernstaat, der kläglich nach 40 Jahren gescheitert ist. Man hat die Leute gequält, geknechtet, geschunden und die heutigen ehemaligen IM-Mitglieder und Stasi-Mitglieder
sind heute, was mich persönlich stört, auf der Rentenpensionsliste und kriegen fette, dicke Gelder und haben uns früher gequält, schikaniert. Das ist nicht schön, das macht mir keinen Spaß. Der Deutsche, den erzählt man irgendwas und sie rennen hinterher. Das hat man ja im Dritten Reich gemerkt. Da hat irgend so ein brauner Führer, so ein Ampelmann da draußen rumgekaspert und dann sind ihnen die Millionen hinterhergefahren. Nicht hinterhergelaufen und nicht zu vergessen, die deutschen Frauen. Die deutschen Frauen sind dem Führer auch hinterhergerannt. Scharen sind hinterhergerannt mit ihren Hitlerjugend, nannte man das damals. Ja, und jetzt hat man in der Regierung, in unserer deutschen Bundesregierung unter Konrad Adenauer, hat man natürlich viele, viele Nazis in der Regierung gehabt, in der Polizei. Genauso wie es heute wieder ist, aus dem Osten hat man auch diese ganzen Kanaillen, diese ganzen ehemaligen Polizisten und ganzen Stasi-Mitarbeiter, alle wieder in den Staatsdienst übernommen, alle wieder einen dicken, fetten Posten und schieben sich gegenseitig. Wie sagt man dazu? Das ist diese Vetternwirtschaft. Nein, das ist nicht. Das ist, wie sagt man denn dazu? Gegenseitig über alles zugeschanzt wird, ja? Ja, dann sind sie natürlich teilweise nicht scheu. Mit Kameras haben sie gar nicht viel im Sinn. Wenn man mit der Kamera kommt, wenn wir mit der Kamera auftreten, dann sind wir natürlich Chef, ja? Weil wir alles dokumentieren und alles veröffentlichen und wir haben die Mehrheit des hinter uns, Pressefreiheit. Wir können machen und tun, was wir wollen und wir setzen es einfach dann bei YouTube rein. Ganz frech. Ja, ganz frech.